Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und nachdem wir letzte Woche im Video Ihnen einiges über mögliche Sieger oder mögliche Aktien, die gut performen nach den US-Wahlen, gezeigt haben, wollen wir uns diese heute noch einmal anschauen. Also vergessen Sie auch in Zukunft nicht, unseren Kanal zu abonnieren, sodass Sie auch keines der Videos verpassen. Wir haben nochmal eine Liste ausgewählt von Werten, die jetzt besonders Donald Trump vielleicht zugeordnet werden können. Wie jetzt hier US Steel Holding, wir hatten es letzte Woche besprochen, der Wert hat eigentlich ganz gut performt in den letzten Tagen. Heute aber nach den ersten Ergebnissen knappe, was haben wir jetzt, 8% im Minus. Und auch Bankentitel wie Bank of America, was wir schon mal gesagt hatten, die ja schon zuvor eigentlich nicht wirklich gut performt haben nach der Corona-Krise, heute auch nochmal mit Minus, die sind gleich mit einem großen Minus gestartet, sind jetzt aktuell noch bei 3% Minus. Also da sieht man auch schon, dass die Börsen dementsprechend drauf reagieren. Aber das Gleiche haben wir auch bei den Werten oder Ähnliches von Joe Biden. Wir hatten letzte Woche natürlich ganz speziell hier die Solarbranche hervorgehoben. Da muss man aber auch sagen, die ist natürlich extrem gut gelaufen. Wenn wir uns nochmal First Solar anschauen, von 20 hier bis auf 90 in der Spitze. Da haben wir heute aber knapp ein Minus von 10%. Also auch da lässt jetzt ein positives Momentum noch auf sich warten. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es jetzt noch nicht eindeutig feststeht, wer als Sieger hervorgeht. Wenn Sie das Video sehen, wird es höchstwahrscheinlich dann schon klar sein. Also da nochmal auf diese Werte hier schauen. Das Gleiche, was wir bei dem ersten fürs Solartitel haben wir noch bei dem zweiten. Also die sind heute alle richtig unter die Räder geraten. Ganz im Gegensatz zu den Tech-Werten oder zu einigen Tech-Werten. Wenn wir gerade an die Chip-Hersteller Nvidia oder AMD denken. Nvidia heute mit $26 im Plus, 5%. Auch hier wieder Richtung neuer Hochstand. Das Gleiche für AMD. AMD hier, glaube ich, auch mit einer guten Performance, schon wie die letzten Monate. Das wird sich höchstwahrscheinlich auch in nächster Zeit noch fortsetzen. Wo wir natürlich letzte Woche gar nicht darüber gesprochen haben, was ich Ihnen aber trotzdem nochmal mit an die Hand geben möchte, sind vielleicht so ein, zwei Arzneimittelfirmen. Jetzt, wo der Impfstoff oder mögliche Impfstoff ein Stück näher rückt, haben wir hier zum Beispiel Pfizer. Pfizer heute mit 4% im Plus. Sicherlich einer der Hauptakteure auf diesem Feld, aber wir haben auch ganz andere Titel, die heute eine richtige gute Performance gezeigt haben, wie Bristol Myers, BMY, das Symbol. Da sehen wir heute einen Plus von über 7%. Also da wird sich in nächster Zeit einiges tun, auch wenn wir vielleicht jetzt in dem Sinne keine große Jahresendrallye in allen Bereichen erwarten können. Gilt es natürlich hier speziell auf diese Werte zu schauen, die mit Sicherheit noch einiges an Performance hier leisten können. Aber schauen Sie auch gerne auf Reiseindustrie, falls Sie irgendwo Short-Kandidaten suchen, gibt es natürlich hier auch unzählige. Um vielleicht nochmal ein, zwei noch zum Abschluss zu nennen, wäre es American Airline als einer der Titel, die, wie Sie sehen, seit längerem quasi nur eine Seitwärtsbewegung ist und auch wenn dieses Hilfspaket in Amerika von 26 Milliarden irgendwann bewilligt wird, wird es jetzt nicht so sein, dass hier die Airlines auf ein altes Niveau zurückkommen. Also das kann man natürlich dann im Speziellen mit verschiedensten Strategien auch für sich nutzen. Stichwort Optionshandel, wo Sie natürlich auch hier auf unserer Playlist gern einmal einen Blick werfen können, um den Einstieg zu finden, weil da kann man genau von solchen Bewegungen, Seitwärtsbewegungen natürlich überproportional profitieren. In dem Sinne würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder zuschalten. Vielen Dank.